So, jetzt machen wir die Aufgabe: Besuche im Verlauf eines Matches die Mitte von Sturmaugen. Bedeutet, wir müssen dreimal in die Mitte der Zone gehen. Da würde ich wirklich empfehlen, Gruppenkeile, alles andere wäre quasi Selbstmord. Also einfach Gruppenkeile in die Mitte fliegen, warten bis die nächste Zone geschoben hat, dann wieder in die Mitte fliegen. Ich hoffe halt nur, dass es drei Zonen sind, ansonsten muss man es nämlich doch solo machen. Aber wir werden gucken, aber eigentlich drei Zonen sind immer. Gerade jetzt, wo so viele in Gruppenkeile reingehen, machen ihre Aufgabe, gehen wieder raus. Da dürfte es eigentlich kein Problem sein, weil relativ wenig Gegner da sind und dadurch die Zone ziemlich klein wird am Ende, bevor die 100 Kills erreicht werden. So, ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Like-Zeit, Kommentierzeit und wenn du noch kein Abonnent bist, gern ein Abo raushauen. Wie gesagt, 90% meiner Wiedergabezeit sind von Nicht-Abonnenten. Also sei kein Frosch und hau dein Abo raus. So. Und dann machen wir nämlich hier jetzt ganz simpel. Bam, 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 bam. Ich weiß nicht, hier die Woche sind die Aufgaben auch wieder relativ einfach, finde ich. Also die schwerste Woche war eigentlich echt das mit den Freunden und im Team. Das war halt alles irgendwie nicht so einfach farblich. So, sind wir hier daheim? Komm, Zone. Na, was? Gehen wir schon mal raus, lassen uns nur gleiten. Na komm schon, zeig an, wo du hingehst. Alles klar. Die Mitte müsste auf dem Weg, nehme ich mal an, sein. So. Ein bisschen was an Loot irgendwie mitkriegen. Ich glaube, da ist auch diesmal kein Stern, weil eben war es schon mal in der Mitte, aber da wurde mir gar nichts angezeigt. Ja, hier ist kein Loot. Warte, wir holen uns aber erst die. Ja, das war's komplett. Ja, er macht noch die Zeitaufgabe. So, die Mitte. Ah, doch, hier ist es. So seht ihr, dass die Mitte da war. So, jetzt müssen wir die 5 Minuten warten. Einfach nichts connected, ey. Das ist doch echt eine Katastrophe, ey. Und natürlich ist in der Mitte jetzt sowieso das meiste los. Oh. Ja, ja. Du hast eben des Jahres. Das kann doch nicht sein, ey. Jedes Mal geht er dann den halben Schritt rüber. Privatduell hier. So, und ihr habt ja gesehen, jetzt war jetzt einmal die Mitte und das Ganze müsst ihr halt dann noch zweimal machen. Und dann habt ihr die Aufgabe nämlich auch easy gemacht. Also schwer ist halt nicht. Ihr müsst halt nur wissen, wo die Mitte ist, aber das seht ihr jetzt mit dem Blitz. Ja, das war's auch wieder komplett an der Stelle. Och man. Tack, 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 tack. Zack. Und wie gesagt, wenn die Leute, die unten den Code knacken wollen, noch nicht wissen, wie das Ganze funktioniert, einfach mal in der Videobeschreibung vorbeigucken. Da ist nämlich ein extra Video, wo ich das nochmal genau erkläre. Und dann dürfte es eigentlich auch kein Problem sein. Zwei Gewinner hatten wir ja bereits schon. Der liebe Jan. Und der Creator. So. Ja, 17 sind noch drin. Ich schätze mal, jetzt sind die langsam nur noch alle drin, die wirklich die Sturmaugen machen. Weil das halt ja einfach hier am einfachsten ist. Solange du nicht gerade vom Himmel geholt wirst, aber du kannst jedes Mal zur Mitte hinfliegen, hingehen. Wenn ihr es halt in Solo-Runden probiert, ist das halt schon ein bisschen deutlich schwieriger. So, hier ist glaube ich keiner mehr.
Und wie gesagt, der Punkt ist auch immer woanders. Also es bringt euch jetzt nichts, wenn ich hier irgendwas markiere, weil der Mittelpunkt ändert sich natürlich jede Runde, weil der, sag schon, der Kreis natürlich auch immer woanders ist. Jetzt müssen wir halt 2 Minuten und 26 Minuten warten, bis wir die zweite Zone machen können. Und dann hätten wir die Aufgabe nämlich auch schon wieder geschafft. Mehr. Oh doch, die Kiste ist noch da. Eine Pump wäre mal nicht schlecht. So eine Pump auf ganz entspannt. Freundlicher Roboter. Vor allem wie laut der ist. Von dem Gegner irgendwie gar keine hier. Wenigstens mal so ein bisschen Action hätte. Na gut, die ersten werden jetzt vom Sturm erfasst. Ich sage ja, die meisten gehen immer looten. Und lassen sich dann vom Sturm töten, weil es einfach am simpelsten. So kannst du in aller Ruhe looten. Natürlich. Oh Mann, ey. Dass sie immer noch diesen Roboter überhaupt benutzen, ey. So. Jetzt noch 12 Sekunden. Einfach kaputt, dieses Scheißding, ey. Müssen wir nur zur nächsten Mitte. Er wird mich safe runterschießen. Ist die Mitte wieder da oder was? Ja, schön. Warum schießt du auf mich? Mitte müsste eigentlich dann wieder da unten sein. Ja, wie ihr seht, ihr müsst da noch nicht mal landen. Drüber fliegen reicht auch schon. Der Headshot. Headshot muss da auch sein. So. Bam, bam, bam. So, jetzt müssen wir wieder 3 Minuten warten. Deshalb viele Kills dürfen hier eigentlich nicht passieren, weil sonst schaffen wir es nämlich nicht. Weil, wie gesagt, die Zone muss dreimal zugehen.
so ein Dulli. Er trifft auch noch. Mann, Mann, Mann. Boah, die soll mal langsamer machen mit den Kills. Ist halt mit dem Runterschießen, ihr habt es ja gerade gesehen, so könnte es funktionieren, aber das ist ja nicht Normalität, dass einer dann auch runterfällt. Das ist nämlich das große Problem bei der Geschichte. Gerade hier in Gruppenkeile, wo du eigentlich immer den Gleiter hast. Oh. Zum Mittag haben wir in 55 Sekunden. Ich dachte eigentlich, da steht einer. Oh Mann, ich habe jetzt versucht, ihn da runter zu schießen. Aber mit der Waffe ist es, glaube ich, scheiße. Alles zu lang in meinen Augen, bis die Waffe gewechselt ist, bis der Schuss kommt. So, jetzt kommen wir direkt schon wieder zur Mitte. So, wo ist es? Wo ist hier die Mitte? Oh Leute, mal jetzt hier kein Blödsinn. Nee, die Mitte muss weiter drüben sein. Hä? Die Mitte muss doch hier sein. Ach nee, jetzt sind noch 18 Sekunden. Ach. Na komm schon, ich will den Kram fertig haben. Zack. Also hier war, ich weiß jetzt gar nicht, ob das immer so ist, aber doch ist immer so. Einfach an dem Punkt, immer an derselben Punkt ist das dann. Easy. Easy. Keine schlechten drin, wie es scheint, wenn man sich allein die Punktzahl anguckt. Er schießt nicht. Ach, ich habe keine Munition mehr. Kappa. Ohne Munition ist natürlich schwierig. Aber wie gesagt, fliegt einfach immer zur Mitte. In Gruppenkeile ist es nämlich immer derselbe Mittelpunkt. Also wenn ihr den ersten gefunden habt, der zweite ist dann auch da. Und der dritte auch.
Eieiei. Man merkt irgendwie, dass Fortnite mir zurzeit absolut nicht liegt, ey. Ja, ich hab dir geklaut. Nein. Habe ich gar keinen Gegner gesehen, davon mal abgesehen. Wei, oh wei, oh wei, ey. Aber ihr habt es ja gerade gesehen, es laggt und dann geht gar nichts. Und dann komme ich wieder quasi zurück und dann ist vorbei. So, die Aufgabe haben wir easy geschafft, von daher alles gut. So, wie viel EP haben wir gemacht? 700, naja, da gibt es doch kein Wunder, so wie die Runde lief. So, ich hoffe, ihr wisst jetzt genau, was ihr machen müsst. Wie gesagt, jedes Mal derselbe Punkt bei Gruppenkeile. Bei Solo oder so verschiebt sich das ja immer. In dem Sinne würde ich sagen,